Hi Leute, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir, diesmal über Last Epoch. Wir werden uns in-game anschauen gleich, wie sich der Lootfilter einstellen lässt. Das ist ein tolles Feature. Wir schauen am besten direkt mal rein. Hier sind wir jetzt in-game und ich habe das extra mal so gelassen, dass wir hier was auf dem Boden liegen haben. Wir haben hier einen Affix-Splitter, wir haben hier einen Dolch und wir haben hier ein Schwert. Und wir sehen, das haben jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, einfach einen Filter einzustellen. Ihr macht das erstmal über das Kürzel Shift und F. Dann habt ihr hier die Beutefiltermöglichkeit. Ihr könnt Filter importieren. Das sind Dateien, die im System abgelegt sind. Den Ordner können wir uns nachher auch noch kurz angucken. Aber wir schauen jetzt erstmal die normale Funktion an, nämlich Filter erstellen. Wir können den Filterordner öffnen. Das seht ihr jetzt nicht natürlich wegen meinem Aufnahmeprogramm. Das ist ein Filterordner, der sich im Last Epoch Ordner befindet. Und das ist eine XML-Datei. Ich werde es euch nachher noch zeigen im Video, damit wir da mal kurz drauf schauen, was da eigentlich drin steht. Auch ganz interessant zu wissen. Auf jeden Fall hier Filter erstellen machen wir jetzt erstmal einen neuen Filter erstellen. Und jetzt können wir verschiedene Dinge tun bei diesem Beutefilter. Wir können erstmal einstellen, dass wir bestimmte Arten von Gegenständen zum Beispiel in einer ganz anderen Farbe angezeigt bekommen möchten. Machen wir das mal. Andere Farbe nenne ich das jetzt einfach mal. Und zwar zum Beispiel für Schwert, sag ich mal. Ne? Nur damit wir wissen, worum es geht. Wir könnten das beschreiben und den Titel jeweils anpassen. Ihr könnt dann ein Icon dazu wählen und dem Filter eine Farbe geben. So, jetzt haben wir das gemacht und jetzt müssen wir natürlich den Filter, den wir bearbeiten möchten, hier oben erstmal auswählen. Standardmäßig ist jetzt der neue Filter auch schon mal angewählt. Nur für die Zukunft, falls ihr mehrere Filter anlegt, müsst ihr hier oben erstmal den passenden Filter auswählen, den ihr einstellen möchtet. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ihr dem Filter eine Regel zuweist. Und da wird es jetzt interessant. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr habt erstmal die Möglichkeit, auch mal ein Gegenstandslabel in Großbuchstaben hervorzuheben. Ihr seht es ja momentan, dass hier die Gegenstände alle in normaler Schrift vorgehoben werden. Ihr könnt es aber alles in Großbuchstaben zum Beispiel machen. Wenn wir das jetzt mal einstellen würden, dann hätten wir die Bedingung, wir nehmen jetzt mal einen Gegenstandstyp, weil uns geht es ja um jetzt das Gladius, was da zum Beispiel liegt. Ja, und dann sagen wir einfach mal die Einhandwaffen. Ich denke, das Gladius müsste eine Einhandwaffe, ein Einhandschwert sein. Wir könnten jetzt hier, wenn wir die Pfeile aufmachen, nochmal ganz explizit auswählen, dass wir nur ganz bestimmte Einhandwaffen dementsprechend bearbeiten möchten. Wenn wir jetzt das hier mal auswählen, also alle Einhandwaffen, wo auch dieses Schwert dazu gehört, und wir machen jetzt Hervorhebung in Großbuchstaben, dann fügen wir das hinzu. Und ihr seht, dass jetzt diese Einhandwaffen, das sind ja beides Einhandwaffen, hier der Dolch und das Schwert, und die werden jetzt beide in Großbuchstaben angezeigt. Diese Möglichkeit habt ihr zum Beispiel mit einem Filter. Wir können es jetzt auch mal wieder wegmachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel etwas anderes einstellen möchten, der die Regel ein bisschen verändern, dann könnten wir zum Beispiel sagen, wir möchten diese Einhandwaffen anders einfärben. Dann müssen wir hier bei Sichtbarkeit nicht anzeigen wählen, sondern neu einfärben. Dann wählen wir hier zum Beispiel Rot aus als Farbe und dann machen wir Aktualisieren und dann seht ihr, dass diese Items hier eben rot vorgehoben werden und ihr das direkt seht einfach. Wenn wir jetzt aber zusätzlich noch was verändern möchten, wir sind jetzt mal zufrieden, das wird jetzt rot vorgehoben, ist fein, aber uns stört jetzt zum Beispiel noch, dass hier der Reisemantel ist und Kurzbogen und eigentlich möchten wir dieses Standardzeugs gar nicht sehen. Dann fügen wir eine neue Regel hinzu und machen dann Folgendes. Wir möchten ausblenden und jetzt müssen wir einstellen, was möchten wir ausblenden. Also dieses Was ist dann immer die Bedingung. Und dann sagen wir, wir möchten eine bestimmte Art der Seltenheit ausblenden, nämlich die Seltenheit normal. Und das wählen wir an. Da müsst ihr also hier immer gucken, dass ein Haken dran ist, ja. Ihr könnt auch mehrere Seltenheiten ausblenden, aber wir machen jetzt mal das Normale, fügen das hinzu und ihr seht jetzt, dass der Mantel nicht da ist und das andere, der Bogen, der hier war, ist auch nicht mehr da. Dann kommen wir jetzt noch zu einem wichtigen Tipp von meiner Seite aus, was ich zumindest als Erfahrung gemacht habe, was ich auch im Stream mal als Feedback bekommen habe. Falls ihr das Problem habt, dass ihr Items nicht aufsammeln könnt, den Loot also nicht aufsammeln könnt, ihr seht, das Loot hier liegt zum Beispiel, aber ihr könnt ihn nicht anklicken, ja? Dann ist das meistens, oder bei mir ist das passiert, als ich einen Beutefilter eingestellt habe, wurde das bei mir komischerweise deaktiviert. Diese Funktion ist mit Alt und Z, über das Kürzel Alt Z, könnt ihr Ground Item Tooltips verbergen oder eben sichtbar machen. Das heißt, merkt euch auf jeden Fall, falls ihr den Loot zum Beispiel so seht und ihr kommt einfach nicht ran, ne, ihr könnt ihn nicht aufsammeln,
drückt Alt plus Z-Taste und dann ist das Zeug wieder da. Wenn ihr einen Beutefilter wieder deaktivieren möchtet, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt einerseits hier die Häkchen wegnehmen, ja, und dann sollte das, wenn ihr Escape drückt, sollte das automatisch alles wieder ins Normale rübergestellt werden. Also hier einfach an der Seite die Häkchen wegmachen, das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt einzelne Regeln wieder löschen. Oder wenn ihr den Filter gar nicht mehr haben möchtet, löscht ihr den gesamten Filter einfach weg und dann seid ihr wieder von Anfang an. Jetzt zeige ich euch noch was, was die Reihenfolge dieser Regeln betrifft, die ihr vielleicht auch mal benutzen könnt, wenn ihr es komplexer einstellen möchtet, nur um mal die Grundlage zu verstehen. Ihr wisst ja, dass da vorhin, oder hier seht es ja auch noch, dass hier eigentlich ein Bogen liegt. Ich habe jetzt aber bei einem Beutefilter folgende Regeln eingestellt. Alle Gegenstände sollen ausgeblendet werden, die für eine bestimmte Klasse sind, also zum Beispiel alle schurkenspezifischen Gegenstände. Hier macht ihr die Bedingung Klassenanforderung und dann könnt ihr jetzt eine Klasse auswählen. Der Bogen ist eigentlich für die Schurken. Also wenn wir jetzt den Filter mal wegnehmen würden, würdet ihr sehen hier, der Kurzbogen ist für die Schurken. Das seht ihr hier, erfordert Schurken. Ich bin jetzt leider davor, kurz mit dem Kopf. Wenn wir jetzt hier auf den Kurzbogen gehen, seht ihr Schurkenbogen. Ja? Und jetzt ist die Sache die, der Bogen wird jetzt momentan nicht mehr angezeigt, weil ich jetzt diesen Filter wieder angeschaltet habe. Wenn ich jetzt aber Folgendes machen würde, ich klicke hier und ziehe das, während ich die Maustaste gedrückt halte, ziehe ich das nach unten. Dann seht ihr, der Kurzbogen taucht wieder auf. Wenn ich das jetzt nach oben ziehe, dann ist der Kurzbogen wieder weg. Warum ist das so? Was oben steht, ist das die dominante Regel, also die übergeordnete Regel. Das heißt, jetzt momentan ist die Regelabfolge so, blende alles aus, was für Schurken ist, fertig. Alles andere, was drunter ist, ist untergeordnet. Und jetzt habe ich aber hier eine Regel gemacht, bitte zeige alle Gegenstände an, die Bögen sind oder Bogen sind. Und wenn ich das jetzt als die dominante Regel mache, dann zeigt es mir halt trotzdem die Bögen an und sagt dann, ja, die untergeordnete Regel ist die, die weniger zählt, deshalb werden trotzdem die Bögen angezeigt. Und so könnt ihr auch mit diesen Regeln rumspielen. Wenn ihr dann eine Liste habt aus 5 Regeln, müsst ihr auch halt darauf achten, welche die übergeordnete Regel sein soll, was ist euch also am wichtigsten und wann soll was greifen. Da geht es auch noch in die Richtungen, dass ihr sagen könntet, blende mir die Sachen aus, die zum Beispiel eine bestimmte Stufenanforderung haben. Also alles, was unter Level 5 ist zum Beispiel, möchte ich nicht sehen. Ja? Und dann seht ihr jetzt auch, wenn wir jetzt hier hingehen und das deaktivieren oder wenn wir jetzt hier hingehen und das deaktivieren, dann seht ihr, es verschwinden viel mehr Sachen, weil das jetzt die dominante Regel ist. Die sagt jetzt, okay, alles, was unter 5 ist, weg damit. Und alle anderen Regeln sind erstmal untergeordnet. Das heißt, was ihr jetzt zum Beispiel bauen könntet, insbesondere in den höheren Levels, ich denke, das, was die meisten nutzen werden, ist eine Ausblendenfunktion. Dann würdet ihr das so einstellen, normal, Magie, selten möchte ich nicht sehen. Und dann aktualisiert ihr das und dann seht ihr hier, es liegt halt nichts, ihr seht nichts mehr, was einfach unter dieser Wertigkeit ist, die euch interessiert. Und die Wertigkeit, die euch interessiert, ist erhaben und einzigartig und Set. Und nur diese Gegenstände würden dann angezeigt werden. Was ihr dann noch zum Beispiel hinzufügen könnt, ist so auch ausblenden, was unter der Stufe, sag ich mal, was weiß ich, alles, was unter Stufe 30 wäre zum Beispiel, das blendet ihr bitte auch aus. Ja? Aber mit so einer Einstellung wie alles, was unter Stufe 30 ist, wäre dann eine Bedingungsabfolge wie zum Beispiel, zeige erstmal alles an, was erhaben, einzigartig und Set-Gegenstand ist. Aber dann muss es auch noch die Bedingung erfüllen, dass dieses erhaben, einzigartig und Set auch über Stufe 30 sein muss, damit es angezeigt wird. Weil dann greift ja der nächste Filter, nämlich dieser Filter, und der sagt dann nämlich, ja gut, wenn es aber unter Stufe 30 ist, dann zeigt es nichts von diesen Sachen an, egal was ich jetzt hier angehakt habe. Ja? Und so müsst ihr halt einfach überlegen, was ihr euch da einstellt und wie das für euch am besten funktioniert. Was ihr, denke ich mal, auch noch machen könnt ist, oder was, denke ich mal, viele machen werden im Endgame ist, dass ihr sagt, neu einfärben zum Beispiel. Ihr möchtet den ganzen Loot sehen, aber ihr sagt dann zum Beispiel, ach, das möchte ich mir jetzt hier wirklich sehr, sehr deutlich hervorheben. Ich suche gerade noch ganz dringend nach meinem Helm, sag ich mal, und deswegen gehe ich mal auf Gegenstandstyp, guck mal bei Rüstung rein und hake hier Helm an, ja. Und alles, was ein Helm ist, da könnt ihr auch noch Unterarten eingeben, wie ihr hier seht. Zum Beispiel die Helme für den Primalist. Hier könnt ihr sogar ziemlich genau filtern, welche Helme. Ja, Mindeststufe 58, Mindeststufe 73 und so weiter. Also ihr könnt sagen zum Beispiel, ich möchte nur die Ahnenkrone. Ja? Und dann, wenn ihr die Ahnenkrone, wenn die droppt, dann möchte ich die hier schön
hervorgehoben zum Beispiel auch haben, neu eingefärbt in Rot. Und dann würde der Gegenstand, wenn er droppt, schön rot vorgehoben sein und wüsste sofort, ah, das ist gedroppt. Sehr feine Sache. Und in diesem Sinne denke ich mal, dass wir ganz grob mal diese Beutefilterfunktion besprochen haben. Ich finde das Feature sehr, sehr cool und feiere das auch, dass das so viele tolle Sachen dabei hat. Wir gehen gerne auch noch ins Detail, was andere Sachen betrifft, zum Beispiel die Truhenfunktion, was ihr da noch alles machen könnt oder im Inventar. Lasst deswegen gerne einen Kommentar unten da, ob es euch gefallen hat und ob ihr mehr Videos haben möchtet, wo wir solche Funktionen mal in Augenschein nehmen und drüber sprechen, wie es funktioniert. Wir gucken jetzt aber noch ganz kurz in was rein, nämlich wir könnten ja Filter theoretisch auch exportieren. Das heißt, ihr könntet Filter auch mit den Leuten teilen. Dann kommt ihr nämlich hier rein ins Installationsverzeichnis. Und dann seht ihr hier zum Beispiel den Filter, diese Filter, die ihr einstellt, sind XML-Dateien. Wenn wir die jetzt öffnen, dann seht ihr hier genau, was dran steht. Und ihr seht zum Beispiel, das Filter-Icon hat eine Zahl bekommen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel 2, 3 oder 4 reinschreiben. Je nachdem ist es ein anderes Symbol. Die Farbe könntet ihr theoretisch auch ändern. Da sind bestimmte Farben bestimmten Nummern zugewiesen. Ihr könntet aber jetzt nicht mit Hexcodes zum Beispiel jetzt hier einen Schwarz machen, beziehungsweise so ein Schwarz machen, das funktioniert nicht. Das wäre auch sonst anfällig, dass irgendwelche Leute sonst Faxen damit machen hier, was nicht so gewünscht wäre. Auf jeden Fall habt ihr so einen kleinen Einblick einfach, was hier gemacht wird, wie das aufgebaut ist. Und so könnte man auch anderen Spielern eingestellte Filter schicken, die dann ins Verzeichnis gepackt werden und dann im Game eigentlich aktivierbar sein sollten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber eigentlich sollte das funktionieren. Ihr könntet hier jetzt zum Beispiel auch den Namen selbst verändern. Zum Beispiel, keine Ahnung, ihr schreibt jetzt da Hallo rein und es ist jetzt beim Stab, wenn wir jetzt hier speichern. Also ich habe jetzt hier mal einfach die XML-Datei umbenannt, so ist es am besten. Wenn ihr einfach die XML-Datei umbenennt, hier jetzt zum Beispiel in Hallo, und wenn ihr dann hier in den ausgewählten Beutefilter geht, seht ihr zum Beispiel, hier ist Hallo. Ja, das könntet ihr so auch ändern, aber eigentlich muss es ja nicht sein. Ja, Titel ist hier auch Hallo, so wie ich es reingeschrieben habe, in die Datei selbst. Und so könntet ihr auch nochmal Einstellungen vornehmen, nachträglich, aber ihr habt ja dafür eigentlich hier in-game das Interface. In diesem Sinne, lasst gerne eure Fragen noch da, falls ihr welche habt, und würde mich freuen, wenn wir uns beim anderen Video wiedersehen. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt. Und dann bis bald, Leute. Viel Spaß weiterhin und ciao.